So, und damit herzlich willkommen zum Finale von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wir sind hier stehen geblieben, nachdem ja das Spiel beim letzten Mal abgestürzt ist. Speichere ich nochmal. Zum zweiten Mal. Und der Dominik ist wieder da. Hallo. Und ja, jetzt Ich hab ihn beim Zurückspielen zu diesem Punkt eine tolle Geschichte vorgelesen. Also. Er konnte sich nicht mehr. Keine Angst. Er konnte nicht mehr sitzen bleiben vor Spannung. Ja. Der alte Pief sieht seine Energie für nächstes Jahr auf. Aber dann seid ihr dran! Wenn ich daran denke, kriege ich schon wieder einen Schlaganfall. So, gehen wir zum Krankenflügel. Da muss ich jetzt auch hin. Ich hast recht. Der Flügel ist ja richtig sick, Bro. Ja, desto länger wir hier sitzen, desto schlechter werden die Witze. Oh. Ich hatte gerade Angst. Du hast jetzt bei jedem Bildschirmwechsel Angst. Das sind zwei Hufflepuffs. Sollte man töten. Oh, Tagesprophet. Dann gehen wir wieder zum siebten Stock. Eigentlich haben wir nicht mehr so viel zu tun. Wenn man Bilder von mehreren Stockwerken macht, ist das dann Stock-Footage? Wirklich, sind wir da jetzt angekommen? Tut mir leid, ich fiel mir gerade zu eins. Entschuldige mich. Uns fehlen 4 Karten. Warum? Und welche? Die Eintrittskarte, die rote Karte. Das ist spät, lass mich. Ich weiß noch nicht, wie so aus dem Feuer eine Bildkarte rauskommt, aber... Ich bin maximal verwirrt. Zwei Waldhexen fehlen noch. Aber wir brauchten doch nur... Wir brauchten doch 4. Nein. Das war jetzt 2x3. Wir brauchen nur eins weiteres. Ach so funktioniert das. Ah. No, I understand. Das muss man auch erstmal wissen. Das ist ein sehr interessantes System. Das heißt, ich weiß, wo die letzte Karte ist. Das ist gut. Ich hatte jetzt die Sorge, okay, wo ist die letzte Karte? Panik. Aber nein. Wir wissen, wo sie ist.
weißt es doch, oder? Nein. Okay, dann weiß ich, wo sie ist. Keine Angst, ich bin ja ganz zahm. Der alte Peeves hebt sich seine Energie für nächstes Jahr auf. Okay. Heißt, allein in diesem Teil hat Peeves mehr Screentime als in allen drei Spielen zusammen zuvor. Was traurig ist, wenn man bedenkt, dass er in keinem weiteren Spiel mehr vorkommt. Ja. So hast du das gar nicht aufgemacht worden. Auch. Sehen. Er hat es nach vorne gedrückt. Das sollte eigentlich durch die. Das sollte eigentlich nichts passieren. Na, guck mal. Wie heißen die nochmal? Ich hab's vergessen. Süß. Ach ja, die mit ihren Eiern. Du hast, als du das Teleskop geholt hast, gar nicht nachgeguckt, ob du mit Seitenschnabel fliegen könntest. Mhm. Fiel mir jetzt nur gerade so ein. Ich weiß. Hast du nicht gesagt, du weißt, wo die letzte Karte ist? Sieht so aus, als würde ich es nicht wissen? Ja. Okay. Ich meine, natürlich weiß ich, wo es ist. Das merkt man. Stellen wir jetzt mal hier nicht so ein paar Sachen. So, die Doxies. Wieso hat man die eigentlich den Namen eigentlich wieder geändert? Weiß ich nicht. Ich meine, die hießen Pixies mal und dann hießen sie irgendwie noch anders. So funktioniert das immer noch nicht, Ron. Verdient, Harry. Geh aus dem Weg! Das ist Kämpfe. Das klingt wie Pistolenschüsse. Oh. Was? Bravo! Woher? Den Kartensatz vervollständigt. Ich wusste doch, wo es ist. Damit haben wir alle Karten. Damit haben wir 98%. Was fehlt denn noch? Wir müssen die Tagespropheten abgeben. Achso. Ja gut, ne? Und Dominik fragt sich jetzt wahrscheinlich, warum kam da eine Bildkarte raus? Ja, irgendwie, ja. So wie du gezaubert hast und so, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass einfach so eine Bildkarte rauskommt. Ja, nee, daraus wurde eine Maus und die Maus ist in das Mauseloch gegangen und aus dem Mauseloch kam eine Bildkarte. Natürlich. Deswegen habe ich ja noch Snuffly Force aktiviert gehabt. Das war für mich auch, das habe ich sofort gewusst. Ich wusste nur nicht, worauf ich Snuffly Force anwenden soll.
Es war aufs Buch. Achso. Ich hab dann aber nur gesehen, dass da... Passwort? Toll, hab ihn! Das ist Passwort. Wirklich, Harry und Hermine sagen immer das richtige Passwort. Fortuna Major, so. Nur Ron. Toll, Hauspunkte. Nur Ron freut sich darüber, dass er es hat. Eine Waage aus Messing. Zauberkunst, Klassenraum. Ist das jetzt die letzte Aufgabe? Ja. Müsst ihr eigentlich. Wir müssen ja jetzt bei 99 sein. Außer... Die Aufgaben sind... komplett komisch. Die geben nicht wirklich 1% zum kompletten Erledigen ab. Wenn du willst, können wir gleich für dich nachgucken. Ich hoffe mal, dass die Entwickler nett sind. Nee, es ist das Letzte, was wir machen müssen. Dann haben wir das... Was macht ihr hier? Ihr hackt doch sicher was aus, oder? Gute Idee. Ich hau dir gleich auf die Nase. Was denn genau? Ja, okay. Also für den Duelier-Club brauchst du keinen A. Das ist gut. Bin egal, was wir machen, wir bekommen es einfach nicht. Ich wollte gerade sagen, weil du würdest sowieso nicht mal nahe kommen. Danke. Richtig fies. Ich mag es, wenn Hogwarts dich prankt. Ich nicht. Tja. Hauptsache einen von uns. Ihr Kackdinger seid bei Nacht. Kacke. So, Zauberkunstklassenraum. Wir brauchen eine Waage aus Messing. Da, links. Das Ding liegt hier schon seit... mehreren Tagen. Ich sag's dir, Flitwick ist einfach nicht nett. Wir mussten jetzt auch jedes Mal die gleiche Waage holen. Ist bestimmt immer der gleiche Schüler, der in jedem Jahr so blöde Waage verlegt. Ja, mein, das ist auch eine Waage aus Messing. Meinem zweiten Teil hat sogar Ginny diese Waage verlegt, also war es immer Ginny. Die eigentlich jetzt. Egal! Es war Ginny, okay? Vielleicht hatte im ersten Jahr Ron die Waage. Aber er hat sich nicht getraut, uns zu fragen. Oder Percy. Nee, Ron macht's viel lustiger. Traut sich aber nicht, uns zu fragen, aber kommt mit. Boah, krass. Speedrun, oder wie? Aber würdest du auch die ganze Zeit eine Waage aus Messing mit rumtragen wollen? Da will ich auch aus Versehen meine Waage verlieren. Keine Ahnung. Das ist halt so blöd, dass es dann so einen Harry Potter gibt, der sie dann die Waagen zurückholt. Das ist trotzdem bescheuert. Tja, aber so ist es nun mal. Und danach würde ich sagen, das war zu... Dumbledore Passwort? Gehen. Fortuna Major. So geht das, Ron. Wenn nächstes Jahr wird das Passwort wieder gerne. Also kannst du wieder toll. Ich hat hab's. Ja, nee, toll, ich hab's. Was nicht mit dem Spruch. Das Passwort für Ron. Wow, Hauspunkte. Wow. Nur es lesen. Das ist aber aus dem. Das ist wieder das erste. Kannst mir sagen, was du willst. Gucken, kannst du nachgucken. Ja! 100%, okay. Scheiß auf das Zaubertrankfläschchen.
braucht der Schüler nicht mal. Das brauchen wir nicht, weil es sowieso das allererste war, was wir direkt am ersten Tag gemacht haben. Also man kann die gleichen Aufgaben x-beliebig mal wiederholen, wenn man will. Ja, aber wer will das machen? Leute, die zu wenig Hauspunkte gesammelt haben, aber trotzdem mal eine gewinnen wollen. Du hattest schon, du hast fast hunderte mehr als eigentlich nötig. Ja, aber stell dir mal vor, ich hätte nichts gemacht. Ja. Könntest allein dadurch 110 sammeln. Ein echt interessantes Jahr, wenn ihr mich fragt. Bin ich auch. Nächstes Jahr werde ich euch noch mehr einheizen. Danke. Ja, aber selbst mit 110 wärst du halt noch vor Stivel. Hey. Und wer weiß, ob du, wenn du die Aufgaben wiederholst, überhaupt noch Hauspunkte bekommst. Ja, hast recht. Wir vermuten das ja so. Wissen tun wir es ja nicht. Wir gehen einfach mal davon aus. Wird nämlich ziemlich unfair gegenüber den anderen Häusern. Ich meine, die können ja auch immer wieder alles verlegen, hast du ja gesagt. Ja, aber... Sagst du, das ist der einzige Grund, weshalb Slytherin so viele Punkte hat? Sie verlegen immer ihre Sachen aus Versehen. Ja. So, wir speichern hier für die Bonusfolge natürlich, wenn wir dann hier alles durchgehen. Denn wir haben jetzt die 100% erreicht. Wir haben alle Bildkarten. Wir haben das Folio Bruti voll. Oder stand da überhaupt eine Anzahl? Nee. Wurde nur eingebildet. Und die Geschichte haben wir auch jede einzelne Person. Aber dazu dann in der Bonusfolge. Jedes Mal. Jetzt beenden wir dann erstmal das Projekt. Ich verabschiede mich schon mal. Und wünsche viel Spaß. Beim Ende von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Ja, ich auch. Und wieder neigt sich ein ereignisreiches Schuljahr dem Ende zu. Für ihre Loyalität, ihren Mut und ihre bemerkenswerten Dienste an dieser Schule verleihe ich den Hauspokal mit großer Freude an Gryffindor. Ja. Das war's. Dafür hat sich's gelohnt. Wieso machte Dean Thomas am Ende die gleiche Animation wie Draco Malfoy? Weiß ich nicht. Aber das war's mit Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wir ignorieren einfach mal, dass ich gerade die Credits selbst durchlaufen lasse. Das ist auch super. Ja. Was haben wir noch zum Spiel zu sagen? Wie gesagt, es ist ein sehr interessantes Spiel gewesen. Mit sehr vielen besonderen Momenten. Das muss man definitiv so sagen. Das eine oder andere Mal stürzt das Spiel ab. Es war eine Qual, es zum Laufen zu kriegen. Aber wir haben es geschafft.
Wie gesagt, die nächste Folge wird die Bonusfolge sein mit allen Bildkarten, Statuen und sonstigem, was wir da haben. Und danach geht es mit dem ersten Teil von Harry Potter weiter auf dem PC. Wenn wir dann nochmal zurückgehen zum Stein der Weisen, auch wenn die Musik gerade sehr laut ist, irgendwann müssen wir ja mal zur zweiten Hälfte der Geschichte weiter. Deswegen legen wir dann nach der Bonusfolge auf dem PC los mit Teil 1 und 2. Dann geht's zum Orden des Phönix. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns. Bis dann. Haut rein und tschüss. Tschüss.